Und herzlich willkommen zu einer Runde Was wäre wenn? Moment, ich muss das einstellen. Bin auch, ich stelle mich mal. Hallo. Was gibt's hier? Ja, das ist ein Ratisch. Also, das ist ein Ratespiel. Moment mal, was ist das? Okay. Und so, wo man sich zwei Antworten aussuchen kann. Also jetzt zum Beispiel die Frage, was wäre, wenn du fliegen kannst, aber auf der Erde nur mehr rückwärts gehen darfst. Also es gibt eine positive Seite und also eine Sache und es gibt immer einen Nachteil an dieser Sache. Das wäre zum Beispiel hier in diesem Fall das hier ist positiv und das hier ist negativ. Und dann muss man hier entweder ja oder nein, antippen. Also was wäre, wenn du fliegen kannst, aber du auf der Erde nur mehr rückwärts gehen kannst? Na, also ich würde schon lieber vorwärts laufen können. Also nein. Was? 53% sagten ja? Und 47% sagten nein. Okay. Fast die Hälfte, also. Was wäre, wenn du irgendeine Superheldenkraft wählen darfst, aber du dafür 2 Jahre deines Lebens abgeben musst? Boah, das ist eine schwere Entscheidung. Also Superheldenkraft würde ich schon gern auswählen können, aber ich würde auch nicht gern dafür Leben abgeben. 2 Jahre. Ach, was soll ich, würde sagen, ja. 61% sagten sogar ja. Und 39%, weil ja, irgendwann stirbt mir ja so das also. Ja. Was wäre, wenn du schneller laufen kannst als irgendjemand sonst, aber nie mehr langsam gehen kannst? Nein. Also ich würde schon noch langsam gehen können. Gemütliches Laufen und so. Warte, das ist gerade eine Frage von wie viel? 3. Ach nee, das ist gerade doof. Einfach, scheiße. Irgendwann. Ja. Weiter. Was war, wenn du jeden Tag mit 1000 Euro mehr am Konto aufwachst, aber nie mehr dein Haus verlassen darfst? Oh nein, nee, das würde ich nicht machen, nee. Ich würde schon gerne aus meinem Haus rauskommen noch. Also 5 von 10. Nehme ich jetzt. Was wäre, wenn dir ein privater Koch jeden Tag dein Wunschgericht zubereitet, aber du nur mehr Stäbchen essen darfst? Ah, je nachdem. Das ist auch so eine Frage schon wieder. Will ich darauf eingehen oder nicht? Also ich sag mal nein. Okay, 69% sagten ja. Also das ist schon was. Und 31% sagten nein. Was wäre, wenn du alle Menschen nackt sehen kannst, aber sehe dich auch. Nee, das wäre mir peinlich. 72% sagten nein. Ja, da würde ich auch nein sagen. Das wäre mir etwas peinlich. Also etwas Privatsphäre habe ich schon noch. Was wäre, wenn du in die Zukunft sehen kannst, aber du alle deine bisherigen Erinnerungen verlierst? Nein, das würde ich nicht machen. Auch auf gar keinen Fall, nein. Was wäre, wenn du die Gedanken anderer Menschen lesen kannst, aber dabei immer den Gedanken am Style tanzen musst? Nein. Was? 61%? What the fuck? Okay. Was wäre, wenn du einen Makel an deinem Körper beheben kannst, aber dein bester Freund diesen. Nein, ich würde ja lieber selber rein. Ich würde sowas nicht anderen antun. Was wäre, wenn du bei bester Gesundheit 100 Jahre alt werden würdest, aber du auf 1 Meter Körpergröße schrumpfen müsstest?
Nein. Okay, ich stehe wieder mehr. Mehrzahl. Und Bonus 50. 70% denken wir. Ich bin das Herdenschaf. Nee. Was? Ach, es geht weiter mit allgemein. Ach, warte, wie viel? Mann. Wie kostet die nächste Kategorie? Wo 100? Und wieso gibt es eine Star Wars-Kategorie? Oh, ich glaube gerade irgendwie so, das ist okay, Sound. Also ja. Also ich würde sagen, mache ich nur noch eine Runde. Was wäre denn der klügste Mensch auf Erden wärst? Aber du eine riesige behaarte Warze auf deiner Nase hättest. Also, naja, das finde ich absurd, wenn du nicht etwas. Aber trotzdem der klügste ist ein Nee. Also ich gehe auf Nein. Okay, 77%. 77% sagen Nein. Was wäre, wenn du, wäre, oh Mann. Was wäre, wenn du in Mathe ein Genie wärst, aber Deutschrechnen als Sportarten wärst? Okay, dazu kann ich es aber nicht sagen, weil ich bin selber nicht sportlich. Allerdings, naja. Ich bin ja so, dass ich nicht sportlich unterwegs, also. Ich bin schon wieder in Mehrzahl, 62%. 38 sagt nein. Was wäre, wenn du unwiderstehlich für das andere Geschlecht wärst? Du aber, also du dafür, aber du dafür immer Schluckauf hättest. Nein, würde ich auch nicht machen. Immer Schluckauf haben. Ich weiß, nee, also das würde ich nicht. Was wäre, wenn du ein grafisches Gedächtnis hättest, aber du dafür schielst. Fotografisches Gedächtnis. Boah, das ist mir jetzt zwar im Kopf, aber ich weiß jetzt gar nicht so ganz genau, was das bedeuten soll. Deswegen sag ich mal nein. Fotografisches Gedächtnis. Boah, mir fällt das gar nicht ein, was das ist. Für deine große Liebe, also, was wäre, wenn du für deine große Liebe. Nee, warte. Ah. Was wäre, wenn du deine große Liebe finden würdest, aber du keine Kinder bekommen könntest? Na gut, also zur Verteidigung, man kann ja noch Kinder. Wenn man wirklich welche haben will, man kann sie ja noch adoptieren und so. Ah. Also würde ich mal sagen, ja. Okay, boah, das ist knapp. Hälfte, Hälfte, 51% sagen ja und nur 9 und 49% sagten nein. Knapp ja nicht, Hälfte sogar. Was wäre, wenn du der reichste Mann auf Erden bist, aber du dafür keine wahren Freunde hast? Nee. Also ich hätte schon wahre Freunde. Eindeutig nein. Was wäre, wenn du bis an dein Lebensende glücklich wärst, aber du einen Affen heiraten müsstest? Nein. Ne? Danke. Was wäre, wenn du gratis eine Weltreise machen kannst, aber du nie wieder in dein Heimatland zurückkommen darfst? Nachdem wir in meinem Heimatland ganze Familie und Freunde und so haben, würde ich schon wieder zurückgehen. Also würde ich sagen, nein. Was wäre, wenn du dich unsichtbar machen kannst, aber du dafür nur eine Hand hättest? Unsichtbar machen, das ist auch schon so geil. Aber dafür nur eine Hand? Nein, das ist nicht. 31% sagten ja, aber. Und 69% sagen nein. Also ich mit meinem Nein stehen in der Zeit. So, okay, das ist Frage 10 von allgemein. Das wäre dann auch die letzte Frage für heute, nämlich. So. Was wäre, wenn du mit Tieren sprechen kannst, aber du
Veganer werden, das ist, also mit Hähnchenbrötchen und Veganer werden wäre jetzt, glaube ich, auch nicht so schlimm. Also ich würde sagen, ja, und ich stehe jetzt aber wieder über der Überzahl. Weiter. Rundenbonus 50. Altes Faultier. 100% denken wie du. Nein. Ich habe jetzt erstmal genug. Ich habe jetzt erstmal genug. Ja. Was wäre wenn? So, dann würde ich mal sagen, war. Ich habe jetzt nichts gedrückt. Ich muss mal sagen, war es mit dieser Folge von Was wäre wenn? Also so ein kleines. In Zukunft würde ich auch vielleicht solche Videos machen wie dieses Video hier. Nicht nur ständig Let's Plays oder Vlogs, sondern auch solche Videos hier. Dieser Art. Und ja, da würde ich mal sagen, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Stimmt jetzt mal schön. Apfelschale. Eine. Da sieht man's. Apfelschale. Leute, sieht man's? Man sieht's. Spiegelverkehrt. Auf jeden Fall steht Apfelschale. Auch einer meiner Lieblingsgetränke. Neben Cola. So, dann möchte ich mal sagen, was mit diesem Video für heute und hoffentlich hat euch das Video gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ups.